Ich nutze das iPad Mini ohne Retina jetzt schon fast ein Jahr. Ob sich der Kauf noch lohnt und wie mir das iPad nach 10 Monaten Nutzung gefällt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Mit dem iPad Mini hat Apple einen großen Schritt gemacht. Sie haben zum ersten Mal ein kleines, leichtes iPad auf den Markt gebracht und dazu noch das Design des iPads geändert. Denn ab dem iPad Mini wurde erstmal so ein flaches, schönes Design eingeführt, das wir von MacBooks und iPhones kennen. Das iPad besteht komplett aus Aluminium und Glas. Mit einer Sache bin ich nicht so zufrieden, der Akkulaufzeit. Spielen oder viele Videos schauen wird man hier nicht können. Display ist eine Sache beim iPad Mini, die mich leider nicht so überzeugt hat. Klar, für Videos schauen und spielen dürfte sie reichen, aber viel lesen werdet ihr damit nicht können. Okay, zugegeben, so schlecht ist das Display nicht, aber wenn man genau auf Texte hinzoomt, merkt man, dass das Display nicht wirklich die Stärke des iPads ist. Ein sehr großer Kritikpunkt am iPad ist iOS 7, das teilweise nicht ganz bugfrei und flüssig läuft. Zugegeben war es bei mir etwas besser als bei manch anderen, zufrieden war ich aber trotzdem nicht ganz. Ein Update auf iOS 8 wird das iPad Mini bekommen. Bei iOS 9 wäre ich mir nicht mehr so ganz sicher. Wenn man an den App Store denkt, kann man teilweise über die vielen Fehler von iOS 7 hinwegschauen. Denn es gibt keine App im App Store, die keine Funktion hat oder einfach nicht gut angepasst ist. Das liegt an der großen Kontrolle von Apple, die ich eigentlich sehr feiere. Alles in allem gefällt mir das iPad Mini wirklich sehr und wenn ihr nicht viel lest und einen einigermaßen günstigen Preis haben wollt, könnt ihr gerne noch beim iPad Mini zuschlagen. Jedoch würde ich mir das ganz genau überlegen und auf das neue iPad Mini warten, da wird dann die Retina-Version des iPads Minis bestimmt noch billiger. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Über ein Abo oder einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Danke, ciao! Denn es gibt keine App im App Store, die nicht funktioniert oder nicht angepasst sind. Alle Apps sind angepasst. Scheiße! Hey Max! Max? 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 Ey, Max! Mann, Max! Du bist jetzt im Video, Alter!